Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Guten Tag, herzlich willkommen in der Boulderwelt zu München. Wir sind heute aus Dresden hergekommen. Ja, also ich finde, auch die Mauern sind recht hoch, aber wenn wir das damals gewusst hätten, wie das geht, wir hätten einfach nur ein paar Griffe anschrauben können an die Mauer und da wären wir doch einfach über die Mauer gebouldert. Super cool, also die Boulderwelt an sich finde ich eh ganz cool, da war ich auch schon öfter und heute sind echt coole Boulder geschraubt, ja, macht Spaß. Ja, wir sind total glücklich, dass wieder so ein Andrang hier ist. Die Halle ist total voll. Wir haben knapp 500 Teilnehmer. Ja, die Big Fat Boulder Session ist ein Spaßwettkampf. So, dass es leichte Boulder gibt, es gibt schwere Boulder. Jeder kommt auf seine Kosten. Also sowohl der Anfänger, aber auch der Profi. Wir haben heute hier die Besten in Deutschland alle da, aber auch einen Haufen andere, die mega viel Spaß haben, vielleicht nicht die stärksten oder die schwersten Boulder hochkommen, aber eben vielleicht 20, 30 Boulder machen. Und am 7. Mai ist dann das große Finale, da werden wir dann hoffentlich alles toppen mit zahlreichen Zuschauern und dann natürlich im Finale auch die Besten der Besten dürfen dann alle gegeneinander antreten und dann dürfen natürlich die anderen alle zuschauen. Super läuft's, also viele Leute, coole Boulder, macht echt Spaß hier. Mir gefallen die Boulder sehr gut. Ich habe bisher nur echt coole Sachen geklettert. Vor allem neue Griffe, wie fast nur hier. Also bin begeistert. Ist voll cool, macht Spaß. Ja, ich würde gerne so die ersten 30 flashen, wenn es geht. Ja, so Sprungboulder werden ganz cool. Also ich wollte halt mal gucken, dass so ein paar Sprungboulder geht. Ich habe meine Fingernägel extra passend zum Event lackiert. Das ist ja hervorragend. Wären die Chancen dadurch besser? Ja klar, auf jeden Fall, weil sonst hätte ich mir den Nagellack ja umsonst gekauft. Mir gefällt es super. Die Boulder sind schön geschraubt und ist alles perfekt. Also die Griffe sind ein bisschen zu rau, aber es passt eigentlich schon. Bei der ersten Runde war ich auch schon dabei. Heute gefällt es mir wiederum sehr gut, aber ich habe das Gefühl, dass die Touren ein bisschen schwieriger sind als beim ersten Mal. Ich finde es cool hier, also es ist mal was anderes. Ja, es sind halt nur Boulder und sonst sind es eigentlich meistens nur Routen bei Wettkämpfen, also Wettkämpfen, so Spaßwettkämpfen. Ich habe bislang das Gefühl, es ist wenig Stress, es ist okay, weil es ist ein Haufen Zeit. Bislang gute Boulder, ich kenne allerdings erst 10 Stück, aber der Rest scheint auch gut zu sein. Man hat mehr mit den anderen Kletterern zu tun, kann sich die Leute raussuchen, mit denen man bouldern will. Ich finde es cool. Es gibt mehr Abwechslung, da es so viele Boulder gibt. Und man kann sich die Schwierigkeit raussuchen, die man machen will. Und es gibt so viele unterschiedliche Sachen, das finde ich schön. Ich habe jetzt auch mit vielen anderen gebouldert, also mit Jan oder so, mit Alex. Also es waren schon viele gute da und es war auch recht spannend. Man sieht da immer wieder Leute, die auch ziemlich stark sind und die hat man davor nie gesehen oder so. Also das ist schon interessant. Ja, ich wohne da ja bloß 40 Minuten weg. Also ich bin da ja jetzt auch öfter, Wochenende immer da gewesen und ich werde in Zukunft öfter kommen. Weil das Gute darin ist, dass da relativ oft umgeschraubt wird. Und das ist halt echt gut. Und es gibt auch viele harte Boulder. Das ist cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Boulder beim ersten ein bisschen besser gefallen haben als heute, aber es ist trotzdem immer noch gut. Ja, es ist natürlich viel entspannter, da man, ja, dass es einmal nicht so ein hohes Level ist, sage ich jetzt mal, von der Ebene, also es ist nicht international oder so, sondern es ist halt einfach da, um Spaß zu haben. Ich sehe es auch nicht so richtig als Wettkampf, sondern eigentlich als Bouldern mit Freunden.